Ja, vielleicht kannst du deinen Freund dir ja kaufen. Hä? Der gute Papa und dann Rock, Alter. Was geht, Freunde, da aus mit? Wir spritzen rüber und let's cock. 20. Einkaufsbummel. Wow, sieh mal, das neue Biodrom Megastore. Es hat 30 Etagen Einkaufsmöglichkeiten. Oh Gott, da bist du arm, Mann. Zwei davon sind allein Damenunterwäsche. Oh Mann, Herr der Schildkröten lässt grüßen. Ja, ja, ja. Wir müssen dort unbedingt zusammen shoppen gehen, Ciao. Ja. Ich werde meine Okas dann gleich um Taschengelderhöhung bitten. Das wird toll. Ja. Und wo kriegt der Taschengeld her? Wo kriegt der überhaupt Geld her, Mann? Wo kriegt der? Hat keine Eltern? Er geht. Ja, er hat eine Wohnung für sich alleine. Ohne Eltern? Und geht zur Schule? Ohne Eltern? Dann kriege ich eine Taschengelderhöhung, wenn ich mein Zimmer aufräume. Entschuldige das Chaos, ich habe mich die letzten Tage echt gehen lassen. Okay. Es ist alles... Oh, war das ein Schweinestall, aber jetzt ist wieder alles halbwegs in Ordnung. Ich nehme damit... Es ist alles sauber. Mein Taschengeld und die Erhöhung aus deinem Portemonnaie, bis dann. Oh, wenn meine Mutter so gewesen wäre, wäre ich heute reich. Auf geht's zum Einkaufsmoment. Hier ist die Beauty-Abteilung, komm, wir probieren Dufttester aus. Hier, probier das! Das aus, dass sich mit Durchfall eingesprüht hat. Das war Ruß. Zum Geier war das. Das ist Man for Man. Hey. Man for Man ist geil. Gibt's ja komische Haartönung. Ja, mit super verrückten Farben. Braun. Total. Braun. Abgefahren, jetzt in die Mode. Warum? Wieso schmeißt sie das ganze Regal um? Wow, was für coole Klamotten. Oh. Oh, sind das... Ja, guck, eine Puppe unter den Rock, Alter. Das macht ihn immer geil. Aber schöne Haarspangen. Ja, Ma'am, die trendigsten Haarspangen auf dem Markt. Sie werden von indischen Kinderarbeitern gebastelt, die mindestens 5 Stunden Computerspiele am Tag spielen und dabei massiert werden. Absolut fair trade. Ich will sie... Wo kann ich mich bewerben? Unbedingt, aber sie sind ein bisschen zu teuer. Na ja, vielleicht kannst du deinen Freund dir ja kaufen. Hä? Der gute Puppe unter den Rock, Alter. Alter, wenn er das macht, dann guckt er doch da drunter. Ja, naja, ich verstehe, er ist gar nicht ihr Freund. Sonst würde er natürlich nur das Beste für sie wollen. Ich will das Beste. Hallo, Wake. Matutsu. Gefallen dir die Spangen? Ich kauf sie dir. Nein, ich wollte sie gerade für Wake kaufen. Danke, Ciao. Komm, wir gehen zusammen. Der hat doch ja keine Kohle. Kasse. Oh nein, ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Wake, warte kurz. Ich hab ganz vergessen, ich wollte ja noch Erwachsenenwindeln kaufen. Ich bin... Warum, Mann? Du hast nicht mal... War ich wieder da? Ich leg die Haarspangen zurück. Ich gehe einfach nie wieder zur Schule und lebe im Ausland. Und in ein paar Jahrzehnten hat Wake das Ganze vielleicht vergessen. Ach, Mom und Dad, ich wünschte, ihr würdet noch leben, damit ich Taschengeld hätte. Ja, deswegen wünscht sich jeder seine toten Eltern zurück, damit er Taschengeld hat. So ne Mann, natürlich gebe ich dir Taschengeld. Mom, aber nur, wenn du das Zimmer von S aufräumst. Hab ich dich dran gekriegt. Deine Mom ist immer noch tot. Ich brauche unbedingt Geld. Ich will Wake noch was Schönes kaufen. Oh, Darling, man kann das Herz eines Menschen nicht mit Geld kaufen, sondern mit Essen. Ich zeig's dir. Hey, Mutozu. Ja. Lust, mit mir Pommes essen zu gehen? Aber du magst mich doch nicht und ich mag dich nicht. Aber du magst Pommes. Ja, stimmt. Also komm mit, Schnucki. Okay. Sie- komm mit, Schnucki. Komm. Bestes Date ever. Komm mit, wir gehen ein bisschen Pommes essen. Ist der geht ganz einfach. Hey, Ciao, wo sind meine Spangen? Wolltest du nicht Windeln kaufen? Sieh mal, essen. Dolly's Donut Puff. Wie wär's, wenn ich dir einen Donut... Oh Gott, der ist geil, Alter. Was die Männer da wohl machen? Weil die Donut haben ja ein Loch. Wenn dir... Oh ja! So fresse ich meine Donuts ständig, Alter. Das war's wieder von den Japanoschlampen. Wir haben heute eine wichtige Lektion gelernt. Mhm. Geld ist nicht alles. Und der Weg zum Herzen einer Frau ist unergründlich. Und da sind auch noch Rippen und Muskelgewebe im Weg. Das dauert total lange, bis man das Herz endlich mal in den Händen halten kann. Das ist total schwer rauszubekommen, sag ich euch. Ich dachte, jetzt kommt sowas Cooles mal am Ende und dann kommt sowas. Ach komm, was soll's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like, dann nicht getan, abonniert, wie es in der Farbschmied. Und bin damit raus. We'll be right back.